Andreas, lass uns doch mal die Arbeitsfuge anschauen. Gern, Doris. Dann schauen wir zur Arbeitsfuge. Das Wort Arbeitsfuge kommt nicht, weil sie arbeitet. Es ist einfach nur ein Betoniertakt, eine Arbeitstaktfuge. Deswegen wurde die so definiert, weil man kann in der Regel nicht eine Bodenplatte und die Wände in einem Guss herstellen. Deswegen ergibt sich zwangsläufig die Arbeitsfuge Bodenplatte-Wand. Das ist auch die, die am meisten vorkommt. Zu dieser Abdichtung von dieser Arbeitsfuge setzen wir uns so einer Pentaflex KP 167 ein. Und es ist eine Abdichtung mit Fugenblech, die eine Spezialbeschichtung hat. Und diese ermöglicht es uns, dass wir es nur auf die obere Bewährung aufstellen können und 3 cm Einbindetiefe brauchen. Diese 3 cm werden ja angezeigt durch diesen Normstrich. Zeigst du uns den mal? Den zeige ich mal. Wir haben auf unseren Produkten diese 3 cm Normstrich aufgemacht, als Hilfe für das Baupersonal, dass man also fachgerecht in der richtigen Tiefe einbinden kann. Dieser Normstrich sollte nach Betonage nicht mehr sichtbar sein. Wenn ich jetzt Pentaflex einbaue, zum Beispiel in eine Bodenwandfuge, wie mache ich das? Dafür haben wir zum Halten von diesen Blechen entsprechende Bügel im Sortiment. Der Omega-Bügel ist dieser eine. Der ist Bestandteil unseres Prüfzeugnisses, wird alle Meter eingebaut, sodass dieser Bügel natürlich sehr schön das Blech in der Richtung hält, auf der Umrandung hält und dafür sorgt, dass es beim Betonieren nicht doch aufschwimmt und der Normstrich wieder sichtbar wird. Das wird hier an der Bewährung angerödelt, der Fuß, das Blech selber nicht. Wenn ich jetzt eine lange Fuge habe und mehrere Bleche aneinander setzen muss, wie mache ich das? Die Bleche werden handelsüblich geliefert in 2 Meter Stücken als Blechtafeln und werden dann auf der Baustelle zusammengefügt, händisch, mit einer Überlappung von 5 cm. Das heißt, ich muss die Folie entfernen und klebe dann die Bleche aneinander. Dazu entferne ich die untere und die obere Folie auf beiden Blechen und klebe die 5 cm zusammen. Damit diese Klebung sicher hält, gibt es diese Stoßklammer, die eingesetzt wird. Und hier ist auch wieder oben diese Öse. Und durch diese Öse lässt sich die zweite Folie natürlich dann wieder durchfädeln und abziehen. Was hat das mit diesen Folien auf sich? Die sind zweigeteilt? Richtig. Die Folien sind einmal Verpackungsschutz, dass man die Blechtafeln einlegen kann. Zum Zweiten schützt die Folie natürlich diese Spezialbeschichtung vor Verschmutzungen. Die unterste Folie muss zwangsläufig abgezogen werden im Einbauzustand bei Betonage der Bodenplatte. Die obere Folie wird dann nach Betonage abgezogen und bis dahin schützt sie den oberen Bereich vor Verschmutzungen. Muss ich bei der Außentemperatur irgendwas berücksichtigen beim Einbau von Pentaflex KB? Es ist ein sehr flexibles Material und man kann es auch bei Minustemperaturen einbauen. Allerdings der Stoß, weil das eine Klebeverbindung ist, sollte die ab oder unter plus 5 Grad Celsius erwärmt werden. Nicht erhitzen, nicht schmelzen, nicht schweißen, sondern einfach nur erwärmen. Dann klebt auch dieser Stoß bei niedrigen Temperaturen. Wenn ich jetzt eine Richtungsänderung realisieren muss, zum Beispiel eine 90-Grad-Ecke im Ortbetonbau? Richtungsänderungen werden über eine Kante geknickt. Das Material ist sehr leicht. Ich brauche keine Formteile. Ich kann es einfach und sollte es über eine Kante knicken. Könnte ich auch zum Beispiel jetzt den Übergang von dieser Boden-Wand-Fuge in eine vertikale Wandfuge realisieren? Das geht auch. Dazu nimmt man wieder das Blech. In dem Fall muss man auch die Unterseite wieder abziehen von der Folie. Und dann kann das Blech natürlich auch mit 5 cm Überlappung angeklebt werden. Hierbei haben wir spezielle Klemmen, solche Kreuzklammern, die natürlich dann sich hier auch im Stoß sicher das Produkt verankern und den Klebestoß sichern. Jetzt sehe ich hier hinten noch ein anderes Detail, das ist der Übergang von Pentaflex auf Kunex. Was hat es damit auf sich? Das ist geprüft, dieser Übergang, damit man eben auch die Arbeitsfugenabdichtung an eine Bewegungsfugenabdichtung oder an einen Fugenband sicher anklemmen kann. Dazu nutzen wir eine Verschraubung, ähnlich wie bei Klemmkonstruktionen. Klemmen wir das Übergangsstück Pentaflex FBA, Fugenbandanschluss, an dem Betonierschenkel des jeweiligen Fugenbandes. Das heißt, wir können das komplette System abdichten mit unseren Lösungen. Für jede Fuge eine sichere Abdichtung.
alles als System geprüft, alles aus einem Hause, alles in der Form auch beraten und erklärt.